So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wieder mal, wie gewohnt, aus der Werkstatt. Jo, letztes Video haben wir ja den TPI zum TBI-Umbau gemacht. Ging relativ einfach und schnell. Heute wäre der Plan, ihr seht es hier schon, ich habe mir ein Wickschweißgerät jetzt geholt, es ist endlich da. Heute ist der Plan, dass wir zumindest den Turbolader hier jetzt irgendwie einbauen, anpassen und sag ich mal, wenn es gut läuft, dann können wir sogar vielleicht einen Auspuff an Flansch heranmachen. Ich habe jetzt ein bisschen probieren müssen mit dem Schweißgerät. Tatsächlich komme ich ja aus dem Beruf ein bisschen. Ich habe das immer schon ein paar Mal gemacht, aber nie so richtig professionell, sage ich jetzt einmal. Ich habe zwar eine Ahnung, aber ja, ich habe jetzt einfach ein bisschen rumprobieren müssen, ein bisschen einlesen müssen, ein paar Tutorials anschauen müssen. Im Endeffekt, es muss ja nur halten, es muss nicht schön ausschauen, weil er die ist eigentlich im Endeffekt versteckt ist. Ich habe auch ein paar Aluprofile geholt. Können wir halt den Turbolader irgendwie dann in den Alurahmen da hinten einschweißen. Schauen wir mal, wie aufwendig das ist. Ich habe es im letzten Video schon mal gezeigt, aber der soll irgendwie so rein. So. Ja. Dann an die zwei Schrauben, hier sieht man es ein bisschen. Will ich das da dann so einen Halter dran machen und mal schauen, vielleicht auf die andere Seite irgendwie oder so eine Querstrebe. Ein paar haben im letzten Video gemeint, hey Sipp, du kannst doch das verdrehen. Ja, das ist mir bewusst, aber nichtsdestotrotz muss ich halt den Turbolader in dem Bereich hier reinmachen und hier ist halt der Ausgleichsbehälter oder der Stickstoffbehälter von Dämpfer und deswegen bleibt für mich eigentlich nur die Möglichkeit, dass ich da irgendwie so raufgehe. Klar ist da dann der Winkel. Ja, eine andere Möglichkeit habe ich eigentlich fast nicht, weil halt einfach da der Stickstoffbehälter ist. Ich sage mal, einen anderen Dämpfer würde es auf OBP geben, dass ich sage, okay, ich mache den irgendwie rüber, dass der auf der anderen Seite ist, aber es bringt mir dann auch nichts, weil ich muss ja dann mit der Seite, muss ich auch dann irgendwie in die Drosselklappe. Ist halt ein bisschen mit dem Platz, ist einfach ein bisschen blöd. Ich muss halt einfach irgendwie schauen, dass das Beste das mache. Ich fange jetzt einfach mal an, ich flex da ein bisschen zu, ich passe das ein bisschen an und dann vielleicht sehen wir uns wieder, wenn ich die Halter so fertig habe. Aber das sehen wir dann. Also fangen wir einfach mal an. Jo, also, ich habe jetzt den Halter soweit fertig. Im Endeffekt nur den Winkel so genommen, bisschen so hergeschnitten. Jetzt halten wir es mal hin. So soll der dann irgendwie rein. Jo. Ich habe praktisch genau, ich hoffe, das sieht man, da den Winkel so hergenommen. Jetzt habe ich da die Naht rein und dann ist es einfach mal befestigt und dann überlege ich mir noch, wie man das noch irgendwie besser befestigen kann, weil er trotzdem die Gewalt an denen ist. Vielleicht kann man es ein bisschen abstreben, aber so ist es mal der Plan, dass wir es einfach mal da ranschweißen und dann schauen wir mal weiter. Ich versuche mich jetzt an meinen geilen Schweißkünsten und hoffe, es funktioniert und so stelle ich meinen geilen Halter. Dann sehen wir uns quasi, wenn das Ding rangebrotzelt ist. Ja. Ja, also Turbolader ist drin. Schauen wir uns mal an, die geile Schweißnaht. Also ich muss sagen, so fürs zweite Mal passt es eigentlich. Wie gesagt, es muss ja nicht so schön ausschauen. Es muss einfach bloß halten. Wie gesagt, das ist es nur, es ist schon sehr leierisch jetzt. Ich werde schon schauen, irgendwie noch eine Querstrebe zu machen, dass es nicht nur an den Blech oder an den Winkel hier hängt.
dass da halt einfach ein bisschen stabiler der Halt dran ist. Ja, vielleicht über die Ölleitung noch irgendwie dann. Oder ja, vielleicht über den Auspuff dann nochmal eine Halterung. Aber an sich, so wie jetzt drin ist, denke ich, passt. Was auch richtig geil kommt, ist halt dann hier der Einlass. Ich kann mir das schon richtig vorstellen dann, in den Plastics, wo dann hier frei geschnitten ist, dass man da schön den Einlass sieht. Für das Modell würde es sogar durchsichtige Plastics geben. Aber ja, muss man mal schauen, wie wir es machen. Weil natürlich auch der Bereich gerade ziemlich heiß wird. Den muss ich vielleicht mit so einer Dämmwolle, Dämmfolie irgendwie umwickeln. Aber ich sage mal, der Bereich vielleicht da so durchsichtige Plastics, wenn dann der Turbolader beschichtet ist, wie auch immer. Oder halt mindestens ein Loch, sage ich mal, dass man schön sieht. Aber ja, ein bisschen weiter gedacht. Aber jetzt müssen wir halt mal schauen, dass der angepasst wird und vor allem, dass das Bike natürlich auch läuft mit dem Turbolader. Das ist die andere Sache. Ich hätte jetzt gesagt, wir können eigentlich jetzt den Auspuff anpassen. Ich probiere jetzt das einfach mit dem Dämpfer. Ich werde jetzt von den Endschalldämpfer, weil das gut passt, weil ich werde dann praktisch so ein Zwischenteil, ich werde quasi da so ein Zwischenteil machen, dass ich sage, okay, hey, ich stecke das, im Endeffekt kann ich dann beim originalen Grümmer bleiben, dann hier einfach so ein Zwischenteil, zack, wo ich dann einfach hier nochmal extra machen kann und bin ein bisschen flexibler beim Reinstecken, beim Einbauen. Ja, so ist der Plan. Endschalldämpfer zerflexen und dann mit den Rohren, die wo ich im letzten Video schon gesagt habe, da haben wir einfach ein paar Rohre geholt. Dann einschweißen, anpassen und dann müsste der eigentlich soweit passen und dann sehen wir uns, denke ich, wieder. Ich habe jetzt alles soweit geheftet, das habe ich jetzt mit Schutzgas geschweißt, weil sag ich mal, mit denen geht es ein bisschen einfacher, gerade so Lücken kann man ein bisschen leichter zuschweißen und mit Heften tue ich mich einfacher und außerdem kenne ich mich tatsächlich mit Schutzgas aus, da habe ich ja die 700 auch schon geschweißt. Ja, schauen wir es einfach mal an, es ist geheftet, schaut nicht einmal so schlecht aus. So, so ist der Plan, so geht es rein, schön gewölbt am Dämpfer vorbei. Ja, wie soll man es sonst machen? Hier klafft es noch auf, aber das ja, schweiße ich einfach zu, weil ja im Endeffekt das nur dann die Vorlage ist. Das Zwischenteil, wie gesagt, kann man dann rausmachen. Das ist dann quasi nur die Vorlage, wo er dann sowieso in Titan gemacht wird. Der kriegt das alles mitgeschickt, mein Grümmer, das Teil, und dann kann er das normal relativ einfach nachbauen in Titan. Diesmal muss ich quasi nicht das ganze Bike hinschicken, habe ich auch nicht vor, will ich auch nicht mehr machen. Und so ist es auch einfacher, weil ich dann quasi am Bike weitermachen kann, währenddessen der einen Auspuff schweißen kann. Bei der 700er war es ein bisschen stressig, weil ich habe dann das ganze Bike wirklich dann 4, 5, 6 Wochen nicht gehabt und konnte einfach nichts weitermachen. Aber bei dem Projekt ist es tatsächlich ein bisschen chilliger. Jo, also, wie gesagt, jetzt schweiße ich das einfach zusammen und mache das fertig. Dann schauen wir uns das nochmal an und dann reden wir nochmal. Ja. Ja, ist drin. Auch von den Rundungen her ist es nicht so eckig und so. Ich hoffe, der bringt das mit Titangrümmer dann auch so hin. Hat das meiner Meinung nach Spielraum. Der Dämpfer, wie gesagt, kommt noch rüber. Ja, und hier, da müssen wir, wie gesagt, schauen, dass man da einfach einen Auspuff, der geht erst so flach los und dann wird jeder wieder auseinander. Gut, das war's mit dem Video. Ich hätte nicht gedacht, dass wir trotzdem alles jetzt schaffen. Aber ja, muss ja jetzt einmal weitergehen, es ist ja schon fast Weihnachten. Bin tatsächlich mit dem ganzen Zeug ein bisschen spät dran. Deswegen, ja, bin ich schon froh, dass ich ein bisschen weitergekommen bin jetzt. Ja, nächstes Video, dann werden wir die Ölleitung hoffentlich verlegen. Also ich habe jetzt nicht vor, dass ich jetzt einmal starte ohne Öl. Da haben ein paar in die Kommentare geschrieben, dass das vielleicht nicht so gut ist. Einer meint vielleicht einfach ein bisschen Öl reinschütten. Aber ja, ich werde das jetzt trotzdem erstmal machen mit der Ölleitung. Ich habe auch schon eine Pumpe gefunden.
ist arschteuer, aber ja, hilft da nichts. Das ist wirklich die einzige Pumpe, Ölpumpe, wo ich so gefunden habe, so eine externe. Und ja, die werden wir wahrscheinlich dann irgendwo hier reinmachen, wo normal der Öltank ist. Die Variante mit irgendwie das Ölreservoir benutzen von der Gemischschmierung. Ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass das geht. Ich überlege überhaupt, ein Ölreservoir bis brauche, weil schon allein die Pumpe, wo ich gefunden habe, die ist schon relativ groß. Ich finde keine kleine und ich brauche einfach einen gewissen Druck, dass ja, die Schmierung gut gewährleistet ist, sage ich mal. Deswegen denke ich, gibt die Pumpe allein schon was her. Aber ja, muss ich mal schauen. Ich schaue noch ein bisschen im Internet, was ich finde. Vielleicht, ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwie so eine externe Pumpe, eine Marke oder irgendwas habt. Schreibt mir gern per Insta, eine DM oder so. Weil ich habe tatsächlich nur eine gefunden, die ist relativ groß, dass ich halt einigermaßen den Druck herbringe, wie von normalen Motor hätte es gesagt, von normalen Automotor oder halt auch ein Viertakter, so ein Öldruck. Aber wie gesagt, schreibt es da mal in die Kommentare. Ja Leute, das war's quasi jetzt mit dem Video. Nutzt wie immer gern meine Codes SIP10 und SIP5 bei den jeweiligen Shops. Jetzt ist eben auch noch neu dazugekommen von VM Racing, der ein oder andere wird die kennen. Relativ bekannter Shop in Italien. Die haben auch so einige Sachen, wie zum Beispiel jetzt von meiner 700er die Gabelbrücke, auch jetzt meine Bremsanlage für die 700er habe ich vom VM Racing und da kriegt ihr jetzt eben auch die 10%. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, euer SIP vom Heisel. Ciao.